Mitarbeiter des Hauses der Seidenkultur und ein Team unseres Clubs haben einen Spaziergang mit der Kamera durch unsere Stadt gemacht. Sie stießen dabei auf manche interessante Begebenheit, da der stadtkundige Begleiter, Dieter Brenner, immer dabei war. Wir wünschen Ihnen, dass Sie nach diesem Film unsere Heimatstadt noch mehr mögen. Das Haus der Seidenkultur zeigt einen Stadtspaziergang auf seidenen Faden mit einem Streifzug durch die Geschichte der Mennoniten in Krefeld. Wir verkaufen Krefeld, heißt es aus dem Haus der Seidenkultur, wo über die Museumsführung hinaus verstärkt touristische Erweiterungsprogramme angeboten werden. Dazu gehört der Stadtspaziergang auf seidenen Faden. Ausgangspunkt ist das Haus der Seidenkultur, die vormalige Paramentenweberei Hubert Gotzes, die 1868 im einst noblen Krefelder Kronprinzenviertel als Vierfensterhaus mit einer Weberei im Hinterhaus gebaut wurde. Von 1908 bis 1992 wurden hier Stoffe und Fahnen für den sakralen Bereich der katholischen Kirche gewebt. Diese Textilien werden, wie diese Priestergewänder, Paramente genannt. Damit wollte der Gründer der Weberei, Hubert Gotzes, sich von der Produktion der umliegenden Webereien, derer es allein auf der Luisenstraße 17 gab, abheben. Beginnen wir also unseren Stadtspaziergang auf seidenen Faden, der uns am Hauptbahnhof vorbei über den Mittelstreifen des Ostwalls bis zum Meister Ponzeler führt. Wir stehen hier vor dem bekannten Denkmal der Seidenstadt, dem Meister Ponzeler. Er hat seinen Namen aus dem Französischen, von Ponce, was so viel wie Pünktlichkeit bedeutet. Warum dieses Denkmal 1910 an anderer Stelle dieser Stadt errichtet wurde und warum es jetzt hier an der Kreuzung Ostwall-Ecke-Südwall steht, dies erfahren Sie, wenn Sie live und in Farbe einen 90-minütigen Stadtspaziergang auf seidenen Faden beim Haus der Seidenkultur buchen. Für uns steigt Meister Ponzeler nun höchst selbst von seinem Denkmal und präsentiert sich in seinem besten Sonntagsanzug. Auf seiner linken Schulter hat er den Warenbaum gehalftet. Das ist jener Teil im Webstuhl, auf der sich das gewebte Textil abrollt. Den gewebten Stoff händigte er pünktlich seinem Leverbars, seinem Lieferchef, aus, weil die Seidenproduktion in einem Verlagssystem organisiert war, das wir während des Rundgangs erläutern. In seinem Beutel hatte Meister Ponzeler nicht etwa Proviant, sondern jene Spulen, die bei der abgelieferten Ware nicht verwebt wurden. Die wollte sein Chef nunmehr wie bei einer Art Inventur sehen. Für die Vorbereitung der Spulen waren in Krefeld die Spuljungen verantwortlich, die den Webern zuarbeiteten, damit diese möglichst viel produzieren konnten. Den Spulanern hatten die Krefelder gar ein eigenes Lied gewidmet. Über den Südwall, einen der vier Wälle, die Krefeld einst begrenzten, erreichen wir nun den Puppenbrunnen. Seit 1976 zeigt er die Wips der Krefelder Stadtgeschichte. Das ist der Leinenweber Hermann Obtengräf, der 1607 mit seiner Ehefrau Grietken von Kempen nach Krefeld zog, wo sie als Mitglieder der mennonitischen Glaubensgemeinschaft nicht verfolgt wurden. In Krefeld, einer Exklave der Grafschaft Moers, vertraten die reformierten Oranier eine tolerante Religionspolitik. Die ersten in Krefeld ansässigen mennonitischen Familien trommelten daher durch die deutschen Lande, dass ihre Glaubensbrüder nach Krefeld kommen sollten, wo jeder nach seiner Fasson glücklich werden konnte. Und diesem Ruf folgte 1656 die aus Rade vom Wald stammende Familie Adolf von der Leyen, die bereits über ein Netzwerk zu italienischen Seidenwebern verfügte. Durch diese Beziehungen, gepaart mit unternehmerischem Geschick und handwerklichen Fähigkeiten, machten die von der Leyens über Generationen hinweg aus den armen Leinen zunehmend angesehene Seidenweber. Das prächtig gekleidete Paar verkörpert
Friedrich und Margarete aus der Familiendynastie der von der Leyens, die den auf Samt und Seide basierenden Reichtum der Stadt begründeten. Nächste Station unseres Stadtspaziergangs auf seidenen Pfaden ist eines der typischen Weberhäuser, in denen die Heimweber das wirtschaftliche Leben dieser Stadt bestimmten. So hat es vor 125 Jahren in den Wohnzimmern der Heimweber ausgesehen, wo der Webstuhl im Mittelpunkt des Lebens stand. 10 bis 12 Lichtstunden hat der Weber in seinem Gebäude, auch Winkel genannt, gearbeitet und kam dabei auf eine Tagesproduktion von 4 bis 6 Metern gewebten Stoffs. Das Besondere an diesem Gebäude ist, dass es sich hier um ein Eckhaus handelt. Auf der einen Seite haben wir eine 3, auf der anderen Seite eine 2-Fenster-Situation. Immer ausgehend von den Fenstern in der ersten Etage. Meister Ponzela hat Feierabend und geht mit seinem Spuljungen zum ältesten Platz in der Stadt, dem Schwanenmarkt. Ponzela erklärt seinem Jungen, dass bereits 1361 hier der erste Bauernmarkt und später auch Jahrmärkte abgehalten wurden und dass bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts der Bereich um die heutige Alte Kirche das Zentrum Krefelds war. Erstmals wurde die Alte Kirche im 12. Jahrhundert erwähnt. 1442 erhielt sie einen Turm. Seit 1565 ist die Kirche protestantisch, wurde danach zeitweise auch von den Katholiken mitgenutzt. Einmal mehr zeigte sich hier die Krefelder Glaubensliberalität. Hier, wo heute eine Buchhandlung ist, stand einst das Rathaus mit der Stadtwaage. Im Umfeld des Schwanenmarktes waren viele Färbereien angesiedelt. Eine betrieb ab 1724 die Familie von der Leyen, die den Niederländern und Kölnern die Kunst des Textilfärbens abgeguckt hatten. Die Abwässer der Färber wurden in einen stinkenden Graben geleitet. An eine Brücke darüber erinnert das Brauhaus Ed Bröckske. Nur wenige Meter abseits jener Pfade, auf denen sich täglich Hunderte von Besuchern durch die City drängeln, liegt ein markantes Gebäude der Krefelder Stadtgeschichte. Wir stehen hier vor der Kirche der Mennoniten, die im Zuge der ersten Stadterweiterung 1691 ihr eigenes Gotteshaus bauen durften. Allerdings sollte das Gebäude auf Geheiß der Stadtväter von außen nicht als Kirche erkennbar sein. Deshalb wurde sie von der Straße zurückgesetzt als Hofkirche gebaut und blieb hinter hohen Mauern verborgen. Jedes Ding hat bekanntlich zwei Seiten. Diese Seite der Kirche der Mennoniten kennen viele Krefelder, obwohl es sich genau genommen um die Rückfront des Gotteshauses handelt. Da es an der Königstraße, der heutigen überdachten Prachtstraße der Seidenstadt liegt, hat es einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Königstraße wurde im Rahmen der ersten Stadterweiterung neu angelegt. Ihren Namen erhielt sie zu Ehren von Wilhelm III., Statthalter der Niederlande und König von England. Welche Rolle der König von England in der Krefelder Stadtgeschichte spielte, erklärt Pfarrer Christoph Wiebe, der uns im Gotteshaus seiner Kirche empfängt. Bevor Wilhelm III. Englischer König wurde, war er seit vielen Jahren Statthalter der Niederlande. Und in dieser Funktion ist er für die Geschichte der Stadt Krefeld von besonderer Bedeutung. Im Jahr 1672 hatten sich die beiden Großmächte England und Frankreich verbündet, um der Republik der Niederlande den Garaus zu machen. Die Niederlande waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Es kam zu einem Volksaufstand, Holland buchstäblich in Not. In dieser höchsten Not des Landes wurde Wilhelm von Oranien zum Statthalter gewählt und er hatte die Idee, die reichen Mennoniten, die es in den Vororten der großen Städte gab, zu einer Sondersteuer heranzuziehen. Vermutlich haben auch die Krefelder Mennoniten damals etwas zahlen müssen. In kurzer Zeit brachten die Mennoniten die sagenhafte Summe von 1,5 Millionen Gulden auf und mit diesem Geld konnten die Niederlande eine Armee aufstellen und die Verteidigung des Vaterlandes aufnehmen. Die Niederlande behaupteten sich
Und als der Krieg nach 6 Jahren vorbei war, endeten auch die ewigen Versuche der reformierten Kirche, die Mennoniten an den Rand zu drängen. Das machte sich auch in Krefeld bemerkbar. Noch im gleichen Jahr 1678 löste Wilhelm den seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt um die Mennoniten in Krefeld. Er entschied zugunsten der Mennoniten. Sie durften definitiv bleiben und sie durften ab sofort auch das Bürgerrecht erwerben, was viele von ihnen taten. Ebenso wurde beschlossen, die Stadt zu erweitern. Auf dem neu dazukommenden Gelände sollten die Mennoniten dann ihre eigene Kirche bauen dürfen. Die Bedeutung Wilhelms für die Stadt Krefeld und für die Mennoniten lässt sich also in diesem Satz zusammenfassen. Er hat zugunsten der Mennoniten entschieden und, wie die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte dann zeigte, auch zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt insgesamt. Noch heute schlägt in der Krefelder City das Herz der mennonitischen Gemeinde, die mit rund 800 Mitgliedern die größte in Deutschland ist. Hier am Kreuzungspunkt der Hoch- und Rheinstraße gehen täglich viele Krefelder achtlos über ein Kapitel ihrer Stadtgeschichte, welches bei Bauarbeiten zur Einrichtung der Fußgängerzonen freigelegt wurde. Wir stehen hier im wahrsten Sinne des Wortes auf dem einstigen nördlichen Stadttor, dem Hülsertor. Nur knapp 8 Gehminuten von hier entfernt war das sogenannte Fichelner Tor. Dazwischen lag nach der Stadterhebung 1373 die komplette Stadt, die ihren Namen von einem Krähenfeld abgeleitet hat. Wir blicken in die Friedrichstraße, die im Zuge der dritten Stadterweiterung 1738 entstand. Entlang der Friedrichstraße ließen die Brüder von der Leyen massive und geräumige Häuser bauen. Hier wird zwar heute auch noch in Textil gemacht, an Friedrich von der Leyen erinnert an dieser Stelle jedoch kaum etwas, der hier einst im Haus der Ketten residierte. Der wohl berühmteste Gast in diesem Haus war Friedrich der Große, der gleich zweimal 1751 und 1763 die von der Leyens besuchte und die Familie mit vielen Privilegien ausstattete. Auch diese spannenden Geschichten erzählen wir, wenn Sie beim Haus der Seidenkultur einen Spaziergang oder eine Stadtrundfahrt auf seidenen Faden buchen. Friedrichstraße 27 ist die Adresse dieses prachtvollen Patrizierhauses, das 1766 vom Architekten Michael Leidl für Johann von der Leyen gebaut wurde. Die Wappenkartusche mit Adelskrone am Dachgeschoss erinnert noch heute an den einstigen Bauherrn. Seinen Namen hat das Haus allerdings von der nachfolgenden Generation. Floh war der Neffe von Johann von der Leyen und wurde in dessen Firma aufgenommen. Knapp 5 Minuten von hier entfernt stand das Stadtschloss der von der Leyens. Zwischen Haus Floh und Stadtschloss errichteten die Mennoniten 1812 die erste Bank in der Stadt. Einmal mehr bewahrheitete sich der Volksmund. Demnach hatten die Reformierten in Krefeld das Sagen, die Katholiken die Arbeit und die Mennoniten besaßen das Geld. Eine Menge Geld wird der Bau des Stadtschlosses gekostet haben, das 1791 bis 1794 vom Architekten Martin Leidl errichtet wurde. Das prächtige Gebäude diente den von der Leyens als Stadtpalais, bis sie es 1860 an die Stadt Krefeld verkauften, die das Stadtschloss in das spätere Rathaus integrierten. Die Adresse des Verwaltungsgebäudes von der Leyenplatz 1 erinnert einmal mehr an die Geschichte der mennonitischen Familie, die mit Samt und Seide die Wirtschaft in Krefeld ankurbelte. So ward aus Krefeld schließlich die reichste Stadt im Land der Preußen. Hätte es die textile Entwicklung der Samt- und Seidenstadt nicht gegeben, Krefeld wäre vermutlich in den Ausmaßen der 4 Wälle verblieben, vielleicht zu einem unbedeutenden Vorort von Uerdingen mutiert. Zu den Höhepunkten unseres Stadtspaziergangs auf seidenen Faden gehört der Besuch der Pfarrkirche St. Dionysius. Benannt ist die Kirche nach dem Bischof und Märtyrer Dionysius von Paris. Erstmals wird 1166 eine Dionysiuskapelle in Krefeld erwähnt. Die Katholiken waren lange Zeit an der Ausübung ihres Glaubens eingeschränkt.
Dies änderte sich einmal mehr mit der Herrschaft von Friedrich dem Großen, der den Katholiken 1744 die freie Religionsausübung erlaubte und 1749 den Bau einer eigenen Kirche gestattete. Hierfür wurde eigens die vierte Stadterweiterung beschlossen. Fertiggestellt wurde das Gebäude 1755, 1769 erhielt das Gotteshaus einen Turm. Bei einer Führung durch die Kirche wird Ihnen die spannende Entwicklung des Gotteshauses erzählt. Da darf natürlich die Erklärung der Fenster nicht fehlen. Ein bemerkenswerter Zyklus, den der Krefelder Glaskünstler Hubert Spierling im Zeitraum von 1981 bis 1984 schuf. Unüberhörbarer Mittelpunkt des Gotteshauses ist die neue Kleisorgel, die für unsere Besucher exklusiv gespielt wird. Hier von Regionalkantor Andreas Cavilius. Der mit 41 Registern auf 3 Manualen den Stadtspaziergang auf seidenen Faden im wahrsten Sinne des Wortes ausklingen lässt. Wir haben indes längst nicht alle Register unseres Stadtspaziergangs gezogen. Das Kaiser-Wilhelm-Museum, die einstige Krefelder Webeschule und das legendäre Zehnfensterhaus der Casarettos liegen noch an unserem Weg, den wir hoffentlich bald mit Ihnen gemeinsam in der Samt- und Seidenstadt Krefeld beschreiten. Das Team vom Haus der Seidenkultur freut sich darauf.